Ah, jetzt haben wir das nächste Mal. Ich guck mal einer an, da müssen wir hoch. Zack, zack, wir hören es ja alle. Ist ja gut. Nur weil du so sportlich aktiv bist, musst du nicht gleich überall hochklettern. Mensch. So, jetzt haben wir ein ganzes Stück, glaube ich. Bis dahin. Ah, die Richtung stimmt schon mal. Tja, früher mussten die Assassinen noch richtig klettern. Da gab es diese Hilfe noch nicht. Aber heutzutage... Die werden halt immer verweichlichter. Dafür werden die Waffen und so weiter immer anspruchsvoller. So, zack, zack, zack. Ich höre dich, Adler, aber dich haben wir schon freigeschaltet. Daher brauchen wir dich nicht. Und direkt neben dem... Ja, hast du. Du hast mich nicht gesehen. Ja, wir holen uns nur mal gerade neue Berserker, also dieses komische Gift. Ah, da ist er ja. Ich habe alles für. Was? Alles für mich? Okay. Da sag ich doch, ey, voll teuer. Bitte beehren Sie uns bald wieder. Ey, wir können aber. Dings hier. Läufst du vor mir weg? Das Na. Solltest du auch lieber. Ups. Oh mein Gott, wer hat ihn umgebracht? Ey, wie viele von denen sind denn hier zu finden? Jede paar Sekunden finden wir einen von denen, ne? Wollen wir irgendwo rein? Da. Geht doch mal weg, ey, ihr dickfetten Säcke. Das war ein Ticken zu weit. Das macht nichts. Einfach hier wieder runter. Und Kiste genommen. Ja, komm. Wie sollen wir den denn? Boah, ey, du Pisser. Du hast da jemanden. What? Lol. Die zweite Person wollte ich gar nicht. Ach, naja. Da haben wir nochmal eine goldene Kiste, sehr schön. Mit den goldenen schalten wir ja unsere Dinger hier frei und Waffen, Skins oder was auch immer. Trinkende Seefahrer ist klar, ne? Bei einem Loch in dem Ozean. Oh, cool. Da kann man auch rein. Aha, aha. Wird wahrscheinlich mal später für eine Mission gebraucht. Da oben. Was? Nee, der scheint irgendwo hier. Dann ist es aber nicht. Ach, Mensch, ey, da müssen wir hier doch rein. WTF. WTF. Hier müssen wir bestimmt auch irgendwann mal rein. Guck mal, hier in der Bank ist eine Kiste. Gut, dass wir hier reingegangen sind. Da haben wir uns gleich das Ärgernis erspart. Ja, das hier ist echt ein bisschen ärgerlich. Ich weiß nicht, wo das sein soll. Beziehungsweise, wie ich da hinkomme. Hier ist gar keiner, ne? Sonst die ganze Stadt sind irgendwo immer irgendwelche Leute, wo du nicht weißt, was machen die da eigentlich, ne? Aber jetzt? Oh. Jetzt erklär mir mal, wo du bist. Du bist da oben. Okay. Angeblich bist du also da oben. So, wo kommen wir hier hin, wenn wir hier weiter...
Okay. Nirgends. Das ist natürlich auch eine Variante. So, jetzt gehen wir mal hier raus. Aha. Haben wir dich also erwischt. Schade, dass man diesen Enterhaken nicht auch nutzen kann. Wenn man da sowieso gerade am Klettern ist, so als... Ja. Und da haben wir ihn. Also hin, dahin. Die Bank ist aber nice gemacht, finde ich. Hübsch, ein bisschen wenig Leute, aber ansonsten ziemlich nice gemacht. Ja. Bisschen woanders, als wo ich hingezielt habe, aber wir wollen mal nicht meckern, ne? Oh. Was machst du da? Hm? Das Eingeweide? Nee, die ist am Waschen. Das ist ein Waschweib. Da noch. Ist halt immer echt eine elende Sucherei, muss man sagen. Ja. Macht halt Spaß im Grunde, weil es war nicht dahin, wo ich wollte. Macht schon Spaß, das alles zu sammeln. Wenn man sich dabei noch ein bisschen mehr Zeit nimmt, dann kann man halt die Stadt noch so ein bisschen entdecken und so. Alles ganz cool. Aber ansonsten ist es halt echt Sisyphus-Arbeit. Okay. Ey, das endet sowieso wieder damit, dass ich dann das kann ich jetzt schon sagen, aber ist egal. Wir holen die Kiste und dann den Pferdekarren. Ja. Mit dem Pferdekarren müssen wir dann wieder 500 Millionen Kilometer weit fahren, damit wir dahin kommen, wo wir den abgeben sollen, ne? Das... Am Schornstein vorbei. Eine leichte Musik. Welche ich die beste Musik eigentlich von allen Assassin's Creed-Teilen fand, war bei war das Brotherhood? Brotherhood. Aber es war schon beim zweiten Teil. Also zweite Teil direkt. Die Musik, die man abspielt, wenn man ein Dings absolviert, so ein Parcours. Damals halt noch mit den einfach nur vorgegebenen Orten, wo du immer hin musst, ja. Und die Musik ist echt nice gewesen, muss ich sagen. Die hat mir richtig gut gefallen. Oh, guck mal an, ey. Lag das Territorium betreten. Ja, hast du gar nicht mal so unrecht. Habt ihr es gesehen? Alle Blackers sind verschwunden. Das ist ja mal krass. Zweite. Nein! Ich habe das Rennen da immer noch nicht verbessert. Willst du mich verarschen? Oh Mann. Okay. Nach der Kiste müssen wir dann noch das Rennen da oben machen. Ey, das wird blablabla. Echt, ey. Alter.
Setz sie auf! Das ist einer von meinen Leuten, Mann. Was ist mit dem? Ja, fährt der da einfach mal wild durch die Gegend. Ich sehe da einen HP-Balken. Ist er wieder ein Polizist? Ja. Lustiger Bug, ne? Mit dem HP-Balken weißt du immer, wo ein Polizist gerade sich anbahnt. Oh, ist das oben? Ja. Also, ja, ein bisschen weiter oben. Ah, das bisschen weiter ist direkt ganz oben. So. Dann auf zum Rennen. Und ich als Eevee. Ja, Eevee. Dann als Jacob. Dann sorge ich mal für Chaos. Oh ja. Und abseilen. Tut mir leid, ich bin ausgerutscht. Mit der Klinge in deinem Hals ausgerutscht. Ehrlich. Das war keine Absicht. So, jetzt machen wir hier das Rennen nochmal. Sie haben wirklich Mumm. Schnell jetzt. Das Rennen geht gleich los. Ah, bei Nacht. Kein Nebel, aber bei Nacht. Ja. Alter Schwede, was ist mit dem Verkehr? Mann, oh Mann, oh Mann. Da hat er mich echt so weggebolzt, ne? Hier sind hier viele. Wieso sind hier so viele Verkehrsteilnehmer, Mann? Daran erinnern, dass hier so viel Verkehr war. Das ist egal. Durch müssen wir trotzdem. Also, komm an. Duelle Runde 2, ja. Wir sind ja schon in der Runde 2. Ist ja nice. Selbst war, ne? Ja, ja. Oh, ey, da kommt direkt der nächste. Ich halte mich nicht für was Besseres, Digga. Kurven sind so eng teilweise. Komm schon, gib doch mal Gas, ey. Ich hab den ersten nicht eingeholt, ey. Dabei war ich die ganze Zeit selber erster. Nein! Da achtet man einmal nicht so ganz auf die Streckenführung und dann zack.
Piste weg vom Fenster. Ich merke aber tatsächlich so ziemlich gar nicht, dass mein Wagen schneller sein soll. Beziehungsweise ich beim Rammen weniger Schaden nehme und so. Ich glaube, das zählt einfach für Rennen nicht. So ist es. Na, geht hier noch gut, ne? Oh, wenn zwei sich streiten, freut sich der Case. Mit dem los, Alter. Hier, hier. Na, lange Geraden liegen uns gar nicht, weil da einfach die Gegner direkt wieder aufholen. Mag ich halt echt überhaupt nicht. Wieso bin ich jetzt verlangsamt worden? Ehrlich, ich habe nichts gerammt und gar nichts. Weißt du, jetzt bin ich nicht langsamer geworden. Alter, was für eine Geschwindigkeit haben die? Das Spiel will mich so verarschen. Die, da hinten kommen sie schon, da hinten kommen sie schon. Ja, ja, ey. Komm, komm. Was kannst du doch sonst nicht mal erzählen, oder nicht mir? Der holt jetzt so auf, ey. Mit so einer Geschwindigkeit holt er auf. Unglaublich. Unfucking unglaublich. Und wieder langsamer geworden, ey. Aber wieder sind die da an der Mauer hängen geblieben. Ich weiß nicht, was da ist. Also ich werde langsamer und die fahren gegen die Mauer dabei, ne? Letzte Runde. Irgendwann wird schon schief laufen, ne? Ein bisschen gute pessimistische Einstellung. Klar, und dann ist der natürlich schneller als ich, ne? Wow, wow. Ist klar! Ist klar! Ey, das ist doch nicht deren Ernst, oder? Das ist doch nicht deren verfickter Ernst, dass der es schafft innerhalb von... Ey! Echt zum Kotzen ist das, dass sie immer so schnell aufholen können. Immer, immer, ohne Ausnahme. Halt die Fresse von wen Fähigkeiten, um Level zu erhöhen, ey. Alles hoch genug. Mann. Nee, im Ernst, ey, das regt so auf. Du kannst in Führung sein und die können dich nicht mehr einholen und blum, überholen die dich einfach. Ja, ja, ja. Jetzt baut der noch nicht mal mehr Geschwindigkeit auf. Das ist mir sogar lieber auf dem zweiten zu fahren. Weil dann... Jo, ist klar. Dein Wagen kann übrigens springen.
richtig krass. Und den Wagen einfach mal springen kann. Ja, nicht mal hin und her schieben, sondern wirklich hops an den Wagen das gespannt. So eine Cheater-KI. Also wenn es anspruchsvoll. Wenn es anspruchsvoll sein soll, dann macht. Gibt der KI nicht irgendwelche Vorteile, sondern sorgt dafür einfach, dass das Rennen ausgeglichen ist. Aber echt, sowas gefällt mir überhaupt nicht. Ganz großer Knackpunkt. Jetzt bei den Rennen hier, die KI einfach nur übelst schummelt. Von der Schummlerei her. Ja. Von der Schummlerei her ist das ähnlich geschummelt wie bei Mario Kart. Die hängen da übelst fest jetzt, ja. Und die werden gleich wieder neben mir sein. Achso. Gib denen so ein paar Sekunden, dann sind die wieder bei mir. Das müssen wir mal noch gerade durch. Danke. Da sind sie schon. Da ist einer direkt wieder bei mir. Was ich zwar jetzt ein bisschen festgehakt, aber das spielt ja keine Rolle. Die können ja aufholen. Das glaubst du nicht. Oh Mann. Das kriegt nicht. Jetzt muss. Alter, was ist denn mit euch los hier? Seht ihr nicht, dass wir hier ein Rennen am Machen sind? Und mal wieder. Hatten die KI dafür komplett Aussetzer. Endlich! Oh Mann, ey. Dieses Rennen regt auf. Das ist das erste Rennen. Glückwunsch zu ihrem Sieg. Das einfachste. Ne? Wollen wir mal festhalten. Ah. So, jetzt gucken wir mal gerade, was bei Gang Upgrades, was da so alles geht, ey. Schaffen. Ja, Mann, verbessern wir die Pub-Spiele. Das verbessern wir auch, klar, Mann. Wie viel? 15.000! Oh. Upgrade-Kosten werden kleiner. Ah, dann nehmen wir mal das, ne? Sparen wir mal ein bisschen. Ja. Jetzt sind wir hier oben wieder. Haben wir hier oben eigentlich nur irgendwas offen? Nee, ne? Das haben wir ja gemacht. Kleine Prügelei. Ja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir nur noch gerade darüber. Na komm, dich retten wir gerade. Mein armes Gegenmitglied wird da gerade. Ja? Ich glaube nicht, dass das für dich ein Spaß wird. Siehst du? Ach, weißt du was? Dann fangen wir mal hier an. Weil das ist im Grunde nur die Straße runter. Kisten nehmen wir immer Eevee mit. Kisten bedeutet immer Inhalt. Ich glaube, hier müssen wir in dem Gebiet Westminster oder wo wir jetzt gerade sind, müssen wir wahrscheinlich auch noch ein Rennen fahren. Ne? So allseits beliebt bei mir Rennen. Ah, da hinten ist eine Baustelle. Ich war schon. Lauf schon, alter Gaul. Ja. Tut mir leid, aber du hast böse geguckt. So. Huh.
zack und zack. Oh, zu hoch. Oder wir machen. Ne, dann machen wir eigentlich. Ne, dann gehen wir hier hoch. Wenn wir schon hier sind, was haben wir da? Das Rennen haben wir gewonnen. Weil dann sind wir wieder da oben und dann. Easy. Oh, da war ein Kran im Weg. Aber da sind wir einfach vorbeigeschlittert. Zack, zarapp. Zack, zack, zarapp. Nee, zack, zack. Zack, zapp, zarapp. Mensch. Schon schwer, das auszusprechen. Juhu, einmal nach unten. Oh, genau in die richtige Kante. So muss das sein, ey. Genau an die richtige Kante. So. Das wird, ich glaube nicht so anspruchsvoll. Ja. Irgendwas ist hier wahrscheinlich. Schon sagen, du krachst dann auf das Dach, wenn du nur 2 Meter weit springst. Was hast du? Soll ich dich ermorden? Ich darf keine Arschlöcher ermorden. Hier so, Motherfucker. Ups. Ah, da ist wieder eine Firma, hä? Sind hier wieder Kinder am Arbeiten? Sind hier wieder illegal Kinder beschäftigt, oder was? Ja noch gar nicht das. What? Das war mir klar. So, jetzt gucken wir erstmal, was hier ist. Oh. Da sind wieder Bullen drin, ja. Ehrlich. So, wo können wir denn am besten so reingehen? Von oben hat sich ja bisher relativ häufig bewährt. Scheint nur irgendwie gerade, dass es hier kein von oben gibt, oder was? Kein Dach offen. Ich hab dich nicht zum Glotzen eingestellt. Ja. Sieht übel aus. Hier ist kein Zugang. Den gibt's wahrscheinlich echt nur vorne. Ah, hier. Wir uns erstmal um hier diese kleine Scharfschützin. Nacht. Gute Nacht, meine Süße. Vielleicht hilft dir eine Nacht in der Grube auf die Sprünge. So, wenn ich deinen Kopf treffe, müsstest du eigentlich. Hier oben sind 2. Oh, warte mal, ich stehe gerade neben der Kiste.
Hör mit dem Gejammer auf! Don't kill me! Please don't kill me! Ich hab doch gar nicht vor, dich zu töten. Dann müssen wir ganz sneaky hier rum. Ah, ich weiß, das mit den Kindern nicht immer so einfach. Da haben wir noch einen Kopfschuss. So, unten ist ja auch noch einer. Was ist das? Okay. So, hier unten war ja eine Alarmglocke irgendwo, oder? Da. Die machen wir mal weg. So. Ist hier noch irgendwas anderes? Was wichtig ist für uns? Ne. Na gut, dann können wir mal hier die Kinder befreien. Keine Angst, Kinder. Ich mag eigentlich keine Großen, aber du bist ziemlich nett. Ich bin schon ziemlich klasse. Muss ich leider ehrlich zugeben. Ja. Oh, ich dachte schon, der ist direkt vor mir. Vielleicht hilft dir eine Nacht in der Grube auf die Sprünge. Warte mal da. Alle Kinder befreien und den Vorarbeiter töten. Wo ich jetzt? Keine Sorge. Vielen Dank, Chris. Das haben wir geschafft. Keinen Alarm auslösen. Keinen. Tja, mit Wurfmessern kannst du da schon relativ viel erreichen. Also Wurfmesser sind echt OP. Jetzt hier hinten nur noch gerade den Krimskrams einsammeln und dann... Jetzt war ich da gerade drin, ja? Runter von der Kiste. Und jetzt dahin. In die andere Richtung. Wow. Wow. Speculate. So, meine Kinder, hier lang. Ihr stört da eigentlich nicht. Ist okay. Wie viel Dings haben wir denn? Ah, wir haben genügend. Können wir hier das eine ultra geile Gang-Upgrade mal holen? Hier das. Stadtübernahme erhalten. So, das kostet keine 15.000 mehr, nur noch 12. NT. Okay. So. So, die anderen. Die, also das, was ich jetzt hier geholt habe zum Verbessern, das geht vor allem darum, die Goldeinnahmen zu verbessern. Was? Du bist am Cheat? Scheiß Cheater. Ah,
da 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 da. Ich will nicht wissen, wie viele Backsteine in einem so einem Gebäude stecken. Oh, die Kiste dahinter ist auch nicht sehr viel schwerer. Das Beste ist, hier ist auch noch ein Händler, das heißt, ich kann mir nochmal gerade meine Dings auffrischen. Nase pudern. Das Beste am Das Beste, was ich haben kann. Alles nach, bitte. Das ist günstig. 3 Wurfmesser, 180 oder 4. Nicht 1500. Jetzt haben wir nämlich hier hinten alles frei. Das ist doch schön. Dann können wir nämlich hier hin. Holen die 3 und dann kann man hier oben alles rumsäubern. So muss das sein. Aber alles gemacht. Beim nächsten Mal. Oh Mann, ey, da sind echt noch 2 große Gebiete, ne? Strand ist noch kleinerer. City of London ist schon riesig, ey. Und der letzte, der ist halt einfach mal fast so groß wie Southwark und Labyrinth zusammen. Und dann haben wir das alles nämlich geschafft. Ich will mal gerade einen Bullen umbringen, mir ist gerade danach. Ah, blöde Bullen. Da, ciao.